Meine Damen und Herren, ich heiße euch wieder herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Ich bin... Ich habe heute wieder eine neue Story für euch. Wie ihr wisst, bekanntlich bin ich dafür bekannt, dass ich es nicht abkann, wenn mich jemand scheiße behandelt. Ich lasse mir nichts gefallen. Und vor allem, wenn ich Recht habe. Wenn ich Recht habe, dann bestehe ich auf mein Recht und sage, hör mal zu, so ist es. Und dann würde ich auch stundenlang diskutieren. Ich kann es einfach nicht ab, wenn auch andere Menschen aufgrund des Jobs, aufgrund der Arbeit, aufgrund der Bekleidung, aufgrund von sonst irgendetwas reduzieren und nicht gut umgehen. Kann ich auch nicht ab. Wie die Pest hasse ich das. Wenn ich da schon sehe, eigentlich vom Typ her bin ich ein respektvoller, liebevoller Mensch. Du sollst immer respektvoll und lieb gegenüber von allen sein. Wenn du aber keinen Respekt hast oder nicht liebevoll bist, dann ist das Ding vorbei. Dann kriegst du meine eklige Seite zu spüren. Und in der Story geht's ja darum. Lass mir von niemandem irgendetwas gefallen. Und vor allem, wenn Menschen dich für dumm verkaufen wollen. Einige versuchen dir, was zu erklären, was gar nicht so ist. Und denkst du dir allen Ernstes so, ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Sehe ich so dumm aus? Oder warum versuchst du das gerade mit mir? So, kommen wir mal heute zu der Story. Ich war damals, vor einigen Jahren, ich glaube, das war 2015. Ich hatte noch kein Auto gehabt, dann bin ich nur in Papas Auto gefahren. Und er hat damals so einen roten Audi A4 ist er gefahren. Und ich musste nach Holland. Bin nach Holland gefahren, auf dem Rückweg von Holland. Irgendwann so kurz nach der Grenze oder schon 20 Minuten nach der Grenze, merke ich, wie ein Auto so ganz krass hinter mir klebt. Ich dachte, okay, wahrscheinlich bin ich ihm zu langsam. Ich fahre ein bisschen schneller, ich gucke, er fährt auch schneller. Also gut, dieses Auto kann nicht mehr als 180, 190. Ich fahre irgendwann rechts ran und er fährt auch rechts ran. Also ich fahre auf die rechte Spur und er fährt auch auf die rechte Spur. Ich denke mir, hä, was macht, was will er? Und er klebt so krass an meinem Arsch. Ich fahre wieder links, er fährt auch wieder links. Ich habe mich richtig darüber aufgeregt, weil ich werde ihn einfach nicht los. So, wenn ich jetzt abgebremst hätte, wollte ich ja nicht zu stark, nicht, dass er hinten jetzt bei mir raufknallt. Dachte ich, was mache ich? Bin wieder linke Spur, hab Eis gegeben, was mein Auto drauf hatte. Ich glaube, ich war dann irgendwann mit 200, 210 war ich unterwegs. Auf einmal sehe ich dann hinten so, Polizei bitte folgen. Hab mich schon derbe drüber aufgeregt. Warum folgst du mir seit über 10 Minuten, nein, nicht 10 Minuten, das waren gefühlte 10 Minuten. Warum folgst du mir minutenlang links, rechts und dann machst du erstmal dein Schild an, Polizei bitte folgen. Mach doch von Anfang an, komm da ran, Polizei bitte folgen und dann fahren wir direkt raus. So, er fährt vor, ich hinter ihm. Keine Ahnung, bis zur Ausfahrt haben wir, glaube ich, 5 Kilometer gebraucht oder 4 Kilometer oder was auch immer. Und dann nochmal bei der Ausfahrt sind wir so lange gefahren. Irgendwann habe ich angehalten, die halten auch an, ich bin ausgestiegen. Ich sage, wohin fahren wir überhaupt? Ich sage, wir fahren schon seit gefühlt 10, wir sind echt 10 Minuten gefahren. Ja, kommen Sie einfach mit. Ich sage, ich komme schon seit 10 Minuten. Mit, aber wohin wollt ihr mit mir? Da kommen sie einfach mit, steigen sie ins Auto. Alles klar. Eingestiegen, wir sind hingefahren. Auto angehalten. Das war ein Polizeirevier. Auto angehalten. Ich bin ausgestiegen. Die steigen auch raus. Ich mache das Auto zu. Ich komme zu denen, die kommen zu mir. Die meinten, ja, eine Verkehrskontrolle, weil wir uns im Grenzbereich befinden. Ich sage, okay. Die meinten, ja, Führerschein, Fahrzeugschein und so. Ich sage, ja, kann ich ihnen alles geben. Und dann meinte er, wir möchten einmal ins Auto reinschauen. Ich sage, warum denn? Ich sage, warum folgt ihr mir 3-4 Minuten lang mit so einer Hochgeschwindigkeit, versucht mich unter Druck zu setzen? Also haben wir gar nichts. Ich so, natürlich habt ihr das. Also nee, wir sind ja gekommen, haben direkt ein Zeichen gegeben. Ich sage, habt ihr nicht. Ich sage, ihr habt mich die ganze Zeit gefolgt. Oder ihr habt mich quasi verfolgt schon die ganze Zeit. Und dann meinte er, wir möchten einmal ins Auto reinschauen. Ich sag, nö. Er sagt, doch. Ich sag, nein, dürft ihr nicht. Er sagt, doch, dürfen wir. Ich sag, nein, dürft ihr nicht. Er sagt, doch. Ich sag, auf gar keinen Fall dürft ihr das. Ich sag, seid ihr von der Bundespolizei? Nein. Seid ihr vom Zoll? Nein. Die Polizei an sich darf nicht ins Auto rein oder im Kofferraum reinschauen. Ich sag, dürft ihr nicht. Er sagt, so gut, dann brechen wir das Auto auf. Ich sag, mach das mal. Dann wirst du die Kosten übernehmen. Er sagt, nein. Ich sag, doch. Und während ich mit ihm rede, redet von der linken Seite einer mit mir. Die versuchen, einen ja immer unter Druck zu setzen. Ich meinte zu ihm so, hör mal zu, ich unterhalte mich gerade mit deinem Kollegen. Ich sag, wenn ich durch bin, kannst du deine Fragen stellen, dann beantworte ich sie gerne. Ich sag, jetzt aber rede ich gerade mit dem. So, dann habe ich mit ihm weitergesprochen und dann meinte er dann wieder zu mir, so, jetzt kommen wir zu dir. Was wolltest du sagen? Er sagt, ja, dürfen wir, du hast keine Ahnung. Ich sag, nein, 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 nein. Ich bin nicht irgendein 0815-Typ. Ich sag, ich weiß es ganz genau, dass sie es nicht dürft. Aber weil die so oft gesagt haben, das ist ja genau das. Die haben mich so sehr unter Druck gesetzt, wo ich immer dachte, dürfen die oder dürfen die nicht? Ich sag, wissen Sie was? Eine Sekunde, ich rufe mal kurz meinen Anwalt an. Es war sogar noch an einem Sonntag. Mein Anwalt, bester Typ. Herr Müsse, der beste Typ. Ich rufe ihn an, ich sag, er geht ran, ich sag, ein Glück. Ich sag, was gibt's? Ich sag, Herr Müsse, ich bin hier gerade auf der Autobahn von Holland Richtung Deutschland. Kurz nach der Grenze hält mich die Polizei an und die wollen in meinen Kofferraum oder in mein Auto reinschauen. Dürfen die das? Er sagt, nein, dürfen die nicht. Ohne einen richterlichen Beschluss dürfen die gar nichts. Ich sag, gut, also habe ich doch recht gehabt. Er sagt, richtig, ohne einen richterlichen Beschluss dürfen die gar nichts. Ich sag, ja, die wollen mein Auto aufknacken und ähnliches. Er sagt, sollen die machen? Er sagt, sag denen von Müsse, die dürfen es nicht. Und wenn die irgendwas wollen, sollen die Fresse halten und mir sollen richterlichen Beschluss geben. Ich meinte, alles klar. So, ich lege auf. Ich meinte so, ja, ich habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert und er meinte, sie dürfen es nicht. Also habe ich doch recht gehabt. Sagt der Polizist zu mir, ich glaube aber nicht, dass sie gerade ihren Anwalt angerufen haben. Ich sage, was sie glauben, ist mir wirklich sowas von egal. Ich sage, ich weiß, wen ich angerufen habe und ich weiß auch, dass sie es nicht dürfen. Ich sage, bringen Sie mir einen richterlichen Beschluss und dann dürfen Sie auch in mein Auto reinschauen. Also ansonsten nichts. Haben sie mich so angeguckt und meinten, gut, gehen wir rein.
Gehen wir rein? Richtig abgefuckt, was die gemacht haben. Und da war so eine Mitteltür. Da konnte ich nicht mehr raus, da konnte ich auch nicht mehr rein. Also es war abgesperrt. So, ich konnte die Tür auch nicht mehr aufmachen. Aber ich musste pinkeln irgendwann. Weil ich habe da irgendwie 20 Minuten gewartet und irgendwann musste ich pinkeln. Dieser richterliche Beschluss dauert so lange. Wenn die wollen, können die mich jetzt bis zum Abend hier behalten, bis ein Beschluss kommt. Und da dachte ich irgendwann so, ich habe auch keine Zeit. Ich will schnell wieder nach Hamburg. Und dachte ich, komm, ich halte noch ein bisschen aus. Hat mir wirklich echt zu lange gedauert. Und irgendwann musste ich auf Toilette. Habe ich dann geklopft, die machen nicht auf, ich habe dann lauter geklopft. Ich meinte so, ich muss auf Toilette. Kam einer, hat die Tür aufgemacht, ich bin rein. Und dann sagt er zu mir so, bevor du auf Toilette gehst, möchten wir erstmal sehen, dass deine Taschen leer sind. Die dachten 100%, ich habe Drogen bei mir. Ich meinte so, nö. Er sagt, gut, dann darfst du auch nicht auf Toilette. Ich sag, aber ich muss ganz dringend pinkeln. Er sagt, ja, dann musst du zeigen, was du in deiner Hosentasche hast. Und dann sagt er zu mir so, Herr so und so, wissen Sie, was gerade in meinem Kopf abgeht, dass Sie uns nicht erlauben, also dass Sie uns nicht lassen, in ein Auto reinzuschauen. Ich sag, das ist mir egal, was in Ihrem Kopf so abgeht. Ich sag, ihr dürft ohne richterlichen Beschluss nicht rein. Also, ich könnte sich doch die Arbeit einfach einfacher machen. Ich sag, mache ich aber nicht. Er sagt, gut, ich habe aus der Hosentasche habe ich alles rausgeholt. Ich meine, hier Autoschlüssel, dies, das. Sollte ich meine Hose ausziehen und sollte ich noch meinen Pulli, was ich hatte, sollte ich auch noch ausziehen. Und der andere wollte noch in meine Boxershort reingucken. Ich so, Kasso, ist echt nötig, dass du reingucken willst. Ich sage, bevor du auf Toilette gehst, wollen wir noch mal reingucken. Ich sage, alles könnt ihr gerne machen. Die haben echt gedacht, zu 100%, ich habe Drogen im Auto. Ich möchte nicht ins Auto reinlassen, weil ich Drogen habe. Und ich habe Drogen hier bei mir und die will ich jetzt irgendwie wegspülen oder keine Ahnung. Ich meine, hier, aufgemacht, hat er reingeguckt, war nichts, aber er wollte trotzdem mitkommen, während ich auf Toilette bin. Ich sage, alles klar. Auf Toilette bin ich mitgegangen. Er meint so, ja, und wir wollen auch noch einen Drogentest mit dir machen. Ich sage, dürfen sie auch nicht. Er sagt, gut, wenn das dann nicht so ist, dann kommt ein Arzt und nimmt ihnen dann Blut. Und das Problem ist, ich habe Angst vor Blut abnehmen. Als ich das gehört habe, habe ich echt Angst bekommen. Ich dachte, nein, auf gar keinen Fall. Ich meinte, alles klar. Und dann haben die mich richtig auseinandergenommen. Dann meinten die, haben die mir einen Becher gebracht. Da musste ich reinpinkeln, habe ich reingepinkelt. Habe ich dahingestellt, haben einen Test gemacht, meinten, ja, alles negativ. Ich sage, ja, habe ich doch gesagt. Und dann hat er den Autoschlüssel gehabt. Er meint, jetzt damit gehen wir zu machen ihr Auto auf. Ich sage, machen Sie auf gar keinen Fall. Er sagt, lassen Sie doch einfach die Spielchen. Es geht mir einfach darum, ich möchte, dass Sie zugeben, dass es nicht in Ordnung war, dass Sie von Anfang an so wild auf mich zugekommen sind und mich die ganze Zeit verfolgt haben. Ich sage, haben mich dadurch versucht, unter Druck zu setzen. Ich sage, das hat mich einfach gestört. Er hat sich indirekt entschuldigt. Er meinte, ja, wir hätten es nicht so machen sollen. Oder wir sollten, von Anfang an sollten wir ein Schild anmachen. Irgendwas, sowas ähnliches hat er gesagt. Ich meine, sehen Sie, jetzt können wir rausgehen und jetzt können Sie auch in mein Auto reinschauen. Ich mache das Auto auf. Er sagt, stellen Sie sich weg. Ich habe noch ein Foto davon, das zeige ich euch. Könnt ihr gleich einblenden. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Polizisten. Einer stand mit mir und die anderen 3 haben rundherum geguckt, haben Tests gemacht, haben irgendwelche Proben geholt. Dach, vorne, unten, Couch, sage ich, Sitze, Lenkrad, Motorhaube, Kofferraum. Ich meinte, wollt ihr nicht noch da gucken? Ich sage, hinten im Kofferraum habe ich da unten noch so ein Plätzchen. Also, guckt mal da, ob da auch noch vielleicht irgendwas ist. Die gucken. Da war so ein Büchlein von meinem Vater. Das war so ein auf Afghanisch. Hat er so aufgemacht und so geblättert. Ich sage, na, könnt ihr lesen? Er hat das dann wieder zur Seite gelegt. Die haben wirklich 30 Minuten haben die das Auto komplett auseinandergenommen. Die haben irgendwelche Höhlen und Ecken entdeckt oder irgendwelche Verstecke mein Auto, die ich selbst gar nicht kannte. Die haben alles komplett auseinandergenommen. Die haben nichts gefunden. Da kam der andere nochmal, weil die waren sich so sicher, dass da hundertprozentig etwas ist, weil ich mich so verhalten habe. Aber die haben es bis dato noch nicht verstanden. Ich sage, ich verstehe das nicht. Ich sage, es ging mir von Anfang an einfach nur darum, dass sie mich so versucht haben, unter Druck zu setzen und verfolgt haben. Ich sage, nur deswegen. Es ging mir von Anfang an einfach nur darum, dass sie einfach vernünftig auf mich zukommt und nicht zu wild. Ich sage, wäre die vernünftig gekommen, dann wäre es ja kein Problem gewesen. Hat dann noch den anderen Kollegen zugeholt. Er sagt, ich habe schon mal geguckt, dann hat er auch noch mal geguckt, hat nichts gefunden. In seinem Kopf dachte er sich so, scheiße, irgendwo ist etwas, aber wir finden einfach nichts. Habe einfach mal 1,5 Stunden, 2 Stunden habe ich da einfach verloren. Und vor allem, wenn ich recht habe, ich sage, du darfst da gar nicht reinschauen. Doch, dürfen wir. Wen willst du eigentlich hier verarschen? Und wenn ich dir noch sage, ey, ich habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert, habe mich nochmal zu 100% abgesichert, kannst du doch nicht zu mir sagen, ich glaube nicht, dass sie gerade mit dem Anwalt telefoniert haben. Ein Tipp, lasst euch einfach nichts im Leben gefallen. Nichts von nix und niemandem. Ich werde jetzt versuchen, euch die Story vorzubereiten, warum ich Taxifahrer geworden bin. Ich wollte euch schon mehrmals die Story erzählen und erklären und erzählen, warum ich Taxifahrer geworden bin. Was ich aber auch nicht mag, ist, von meinem privaten Leben zu erzählen. Ich erzähle sehr, sehr wenig vom privaten Leben. Es gibt so gewisse Dinge, so oberflächliche, die erzähle ich, aber so vom privaten möchte ich es eigentlich ungern. Ich möchte euch aber auch gerne die Story erzählen, warum ich Taxifahrer geworden bin, warum ich Abi gemacht habe, studiert habe, aber am Ende doch Taxi fahre, obwohl ich es niemals wollte, ist einfach so passiert. Am Ende dachte ich mir, egal, trotzdem machst du das Beste draus. Aber ich bin gerade überlegen, wie ich euch das am besten erzählen kann. Und ja, ich sehe, hat Maschallah richtig gut aus. Maschallah der Hübsche. Euer Philly.
Black.